sind wir schon Level 9 und viel, viel, viel stärker als am Anfang. Oh, jetzt habe ich Fähigkeit abgelegt. So. Und wir haben ein Cape gefunden, ein neuer Ausrüstungsgegenstand, der wahrscheinlich schon was älter ist. Defense minus 1, das ziehen wir natürlich nicht an. Die ignorieren wir jetzt einfach mal. Sind mal schneller. Und hier haben wir unseren Hammer. Mit der Glatze. Taschen, da bist du ja. Also hier ist er. Also hier hast du deinen Laden aufgemacht. So ist es. Übrigens, die niedliche junge Dame da drüben. Die starrt dich an. Eine Freundin von dir? Ja. Wow. Ich hatte keinen Schimmer, dass du bei den Mädels so ankommst. Na nein, so ist das nicht. Na, nicht schüchtern. Ist so eine feine Sache, so jung zu sein. Aber zurück zum Geschäft. Sieh dich ruhig um, mein Freund. Müssen wir erstmal verkaufen. Das haben wir gefunden, das brauchen wir nicht mehr. Das haben wir gefunden, auch nicht. Weg. Das behalten wir. Weg. 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 So. Das behalten wir. Gucken wir uns mal eine neue Karte. Dann sehen wir mehr. Nervennahrung sieht man. Wiederherstellung von MP. Die grüne Anzeiger, und dann haben wir hier Waffen. Unscheinbares Schwert auf 53 der Angriff. Wollen wir mal kaufen. Kampfharnisch können wir uns nicht mehr leisten. Können wir sparen. Ausrüstung. Katana. Schöne Reichweite und schöner Schaden. Hier ist ein Weg nach oben. Dann gehen wir jetzt mal lang. Und das hier sind Teleporterräume. Wenn man mehrere davon gesehen hat, werden auf der Karte sichtbar. Das sind dann gelbe Räume und da kann man sich dahin teleportieren, wie der Name schon sagt. Ich weiß noch nicht, ob die wirklich so heißen, aber ich nehme sie einfach mal so. Wir haben eine neue Waffe gefunden. Ein Kampfmesser. Zu schlecht. Nehmen wir nicht. Eine Killerpuppe. Sieht ja sehr gefährlich aus. Macht ihrem Namen nicht gerade Ehre. Kestus, was ist das denn? Eine Waffe. Faustaufsatz für harte Schläge. Oh ja, sieht ja sehr vielversprechend aus. Diese Reichweite. Wenn das gleich alles verkauft haben, haben wir schon genug für eine neue Rüstung. Schöne Aussicht auf den Mond, wen es interessiert. War gerade eine kurze Pause, aber geht sofort weiter. Ach Quatsch. Oster. Karte. Wollen wir jetzt mal den großen grauen Bereich abchecken. Werden wir bestimmt ein paar Monster finden, die nicht so, naja, Opfer sind.
Hier weiter nach oben. Todes die Axtrüstung. Der gleich mit. Wir brauchen mal unsere Flugrüstung wieder. Der war ohne den Doppelsprung auch nicht hingekommen. Wieder eine Axtrüstung, ist ja saugefährlich. Deswegen werden wir damit auch so belagert. Sirene. Sirene schlägt ihre Gegner mit Liedern in Bann. Klingt auch unwahrscheinlich furchteinflößend. Ich merke gerade, ich habe die ganze Zeit die Maus im Bildschirm. Das ist nicht gut. So. Der Tanzsaal. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass ich das nie wirklich gemocht habe hier. Ah, ein Event. Seltsam, ich spüre eine dunkle Macht in dir. Wer bist du? Wie unhöflich, andere auszufragen, bevor man sich vorgestellt hat. Stimmt, meinen Namen kann ich nicht sagen, aber man nennt mich Jay. Jay? Verschweigst deinen Namen? Bist du ein Verbrecher? Nein, ich habe Amnesie. Angeblich hatte ich 1999 einen Unfall. Als ich im Krankenhaus aufwachte, hatte ich alles vergessen. Ach, ich verstehe. Scheiße, Soma. Deine dunkle Macht. Hattest du sie immer? Keine Ahnung. Ich habe sie erst in diesem Schloss entdeckt. Ich verstehe. Ich habe mich wohl geirrt. Mr. Jay, warum bist du in diesem Schloss? Nenn mich Jay. Ich habe Angst, wenn ich Draculas Namen höre. Die Prophezeiung wegen der Prophezeiung kam ich her. Boah, ist schon zu spät. Ich kann nicht lesen, genau wie die anderen Teile. Und wegen meiner Amnesie. Und seither kommt meine Erinnerung allmählich zurück. Dein Unfall war 1999. Vielleicht hatte Dracula das an der Hand im Spiel. Das fürchte ich auch. Besonders da ich magische Kräfte habe. Jay, bist du ein Exorzist? Könnte man so sagen. Aber ich arbeite nur für mich selbst. Ich muss los. Bestimmt sehen wir uns wieder. Ja, bis dann. Das war auch wieder so ein merkwürdiger Kauz. Anders kann ich den jetzt nicht bezeichnen. Hier haben wir die Geistertänzer. Ich glaube, deswegen konnte ich den Ort hier nicht leiden. Ja, da kommen wir nicht dran. Ja, eine Wand. Gehen wir erstmal unten lang. Ja, da hinten trifft er uns auch noch. Das ist herrlich. Da so ein Dorgavieh oder noch so ein Dorgavieh. Schon Geschichte. Jetzt sind wir wieder im Tanzsaal. Herrlich. Auf der anderen Seite. Ich bräuchte mal langsam einen Speicherpunkt. Ne, da unten gehe ich nicht lang, dann sind wir wieder ganz unten. Ein Speicherpunkt. Weil wer die letzten Folgen gesehen hat, der hat gesehen, beim Endgegner habe ich ein bisschen geschwächelt. Das will ich natürlich nicht nochmal. Ja, da kommen wir auch nicht lang. Das erinnert einen ein bisschen an Metroid mit Samus Aran. Castlevania könnte glatt ein Klon sein. Ah, ein Speicherraum. Wollen wir mal speichern. Hier machen wir kurz Pause. Dann werde ich das Video machen.